Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Jack and Dexter 1. Ja, es kam sehr lange nicht, ich weiß. Wie lange war das? 3 Tage oder so? Ups. Das lag daran, dass es ein kleines technisches Problem gab. Wegen... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Aufnahmeprogramm hat irgendwie keinen Bock gehabt oder so. Und hat halt, weiß nicht, die ersten 2-3 Minuten meistens nicht mit aufgenommen. Und ja, war halt das, wo ich immer die Parts synchronisiere, war halt weg. Und ja, das, was ich da in der Zeit gemacht habe, halt auch. Und ich habe jetzt mir, ich kann das ja kurz einmal zeigen. So, wir haben jetzt hier einmal den ich schon hatte. Dann das hier. Vor 5 Tagen war das. Das war ja der 72%. Das habe ich schon so weit gespielt. Und hier habe ich mir jetzt ein Sicherheitssave gemacht. Den werde ich auch immer wieder speichern. Falls wieder sowas passiert, dann kann ich den laden und speichere den hier drauf, wo ich jetzt spiele. Und dann habe ich wieder die 27% und muss nicht wieder von vorne anfangen, weil das musste ich jetzt tun, ja. Tatsächlich musste ich das tun. Sowas fehlt noch. Gut, wir müssen noch die Muse wegbringen. Natürlich ist jetzt nicht alles perfekt gleich, aber ich denke, naja, die Lebensanzahl ist jetzt vielleicht nicht gleich, aber das juckt eh keinen. Und sonst haben sich nur eine Sache verändert, und zwar wir haben 4 Orbs mehr, denn ich habe die aus Versehen eingesammelt. Zum Feuercanyon hoch. Und ich habe da nicht dran gedacht, bin einfach hochgehüpft. Und hast du bemerkt, die habe ich doch bestimmt nicht eingesammelt. Ja, hatte ich auch nicht. Also 4 mehr, das ist, wie gesagt, ja, aber egal. Denn da kommen wir auch noch lang, gleich, eben. Deswegen juckt es nicht wirklich. Oh Mist. Ich weiß nicht, die Muse haben wir noch nicht abgegeben, da bin ich mir sehr sicher, das kann auch nicht sein. Weil ich den Part ja da abgebrochen habe. Oder beendet habe. War eigentlich total dumm da drauf. Oh, meine Muse! Ihr habt sie gerettet! Oh Mann, ihr seid die Größten! Hier, nehmt diese Energiezelle. Ich brauch sie nicht mehr. Meine Inspiration ist wieder da. Ja, aber dumm, mitten da auf dem Wasser das abzubrechen. Ich sag mal abzubrechen. Aber egal. Viel mussten wir ja nicht mehr machen. Die halbe Minute hätte es jetzt auch noch getan, ne? So. So, wir müssen da hoch. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Orakel schon einmal gesprochen hatten. Wenn nicht, da habe ich es verraten, dass es ein Orakel ist und es sprechen kann. Ja. Wenn wir mit dem schon gesprochen haben, dann müssen wir es jetzt einmal nochmal tun, aber das ist egal. Also die Orbs hatten wir noch nicht von ihm. Aber vielleicht, ja, so gesprochen. Nee, kann gar nicht sein. Dann hätte ich ja weniger Orbs haben müssen, als bei dem anderen Spielstand. So. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Joa, mal gucken. Wer weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Für eure Gabe erhaltet ihr eine weitere Energiezelle.
Ihr habt euch als würdig erwiesen. Hier ist eine Energiezelle. Ja, abschließend zu dem Thema kann ich halt nur hoffen, dass das jetzt nichts ist, also in dieser Aufnahme, und dass es halt später auch nicht wieder vorkommt. Ich weiß halt echt nicht, warum das nicht da war. Also, das Programm hat mir angezeigt, weiß ich nicht, 26 Minuten. Dann spiele ich das ab, aber da stehen nur 23 Minuten. Aber im Programm steht 26. Dann habe ich ja die Datei da drin und in meinem Ordner, wo ich das abspeichere. Und da ist es halt auch nur 23 Minuten. Das bisschen komisch. Keine Ahnung. Wie gesagt, don't know. Super, ihr habt die 20 Energiezellen, um ein Hitzeschild zu aktivieren. Seid aber vorsichtig, der Schild schützt den Zoomer nur bis zu einer Temperatur von 500 Grad. Also lasst ihn nicht zu heiß laufen. Wenn ihr über glühende Lava fliegt, heizt ihn das ganz schön schnell auf. Wenn ihr 500 Grad erreicht, ist es aus. Aus? Du meinst wie ihn aus und vorbei? Der Fire Canyon ist sehr heiß. Achtet auf Sprungmöglichkeiten, um den Abstand zur Lava zu vergrößern. Ich habe auch mehrere blaue Kühlballons steigen lassen, mit denen ihr die Temperatur des Schildes schnell senken könnt. Ach ja, wenn ihr durch den Canyon seid, vergesst ja nicht, das Teleport-Tor im Labor des Blauen Weißen zu aktivieren. Dann können wir uns zu euch hinüber teleportieren. Viel Glück! Das Gute ist, dass ich jetzt nicht schlecht in dem Spiel bin und es ja schon mal durchgespielt habe und halt weiß, wie das alles funktioniert. Und hier gibt's auch Spielfliegen. Kann er bitte mal Schnauze halten? Ich habe auch direkt vergessen. Habe ich gerade mit dem Satz angefangen? Ich glaube schon. Verdammt. Es war irgendwas mit. Shit. Voll ätzend. So, mal gucken, also. Nein. Nein. Oh, ich sollte nicht hier überfliegen. Nein. Oh Gott, weil er in den Felsen hängen geblieben ist. Das Gute ist, wir müssen jetzt nur noch durchfahren und nichts einsammeln. Bis auf da hinten halt, wie viel haben wir denn? 10 und ich habe die auf die Spielfliegen gar nicht geachtet. Ich wollte eigentlich drauf achten, aber habe ich nicht. Gut. Also ich denke, ich war, glaube ich, Part 8. Ich habe die jetzt schon alle gelöscht. Und ja, für das eben gerade Spielen habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht, vielleicht ein bisschen weniger. Und ja, heißt so ungefähr 25% eine Stunde, 4 Stunden, ein paar 20 Minuten, ganz easy 12 Parts. Ich schätze aber, es werden so, ich weiß nicht, ob ich mit 12 wirklich durchkomme, ich fahre hier nochmal an. Ups, aber ich weiß wirklich nicht, 12 Parts. Ich dachte ja so an 15, aber 15 könnten auch schon wieder viel sein. Deswegen, weiß nicht. Kann ich jetzt so schlecht einschätzen. Sagt sie jetzt nicht gleich nochmal was? Das. Nö, okay. Dann schalten wir es kurz ein. So. Wow! Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Sieht aus, als hätte der blaue Weiße eine Party geschmissen. Oh je, im Felsdorf ist die Hölle los. Wow, und was für eine Party. Nein, nein, ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Oh,
Sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack, sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. Ja, wir nehmen natürlich... wir reden natürlich nicht mit denen. Ist ja logisch. Noch nicht. Nur anstrengend und ätzend. Ja. So, das ist die erste Spielfliege, denn ich überlege gerade, machen wir erst das ätzende Precursor-Becken oder die ätzende verlorene Stadt. Ist beides ätzend. Habe ich keine Lust drauf. Mache ich zum weiß ich nicht wievielten Mal. Solange wir nicht wissen, warum der blaue Weiße verschwunden ist, müsst ihr 45 Energiezellen sammeln, um seine Maschine anzutreiben. Geht und besorgt sie. Ja, 45 ist halt easy. Wie viel haben wir überhaupt schon? 36. Ach ja, wie schön. Hm, interessante Schicht. 36? Das kann nicht sein. Was haben wir denn? Wir haben die gemacht, den und den. Wir hatten 6 Fehler noch. Ach nee, wir hatten ja noch die hier, ne? Ich bin verwirrt. Die 2 hatten wir noch und den, ne? Oder mal 3 und denn dann noch 2. Ja, ich glaube, doch, das kommt hin. Das kam mir nur gerade so komisch vor. Echt merkwürdig. Schaffe ich das? Bitte. Mann! Ich hasse diese Stelle. Ich weiß nicht, ob das andere bringt, glaube ich, nichts. Deswegen probiere ich das jetzt auch nicht. Yes. Gut. Dann gehen wir jetzt. Ja, komm. Gehen wir zum Precursor-Becken. Nicht viel Zeit hier verplempern. Ich will ja tatsächlich auch schnell durchkommen. Das ist ja auch Ziel, ne? Und vorhin habe ich mir so überlegt, machst du so ein Walkthrough, also halt einfach nur das Gameplay. Kann ich das schon machen? Ich muss mit dem reden. Oh Gott! So, doch reden, super toll. Ich dachte mir halt so, ja, machst du nur Gameplay ohne Labern? In einem Video würde ich das denn machen, weil ich darauf Lust habe. Würde zwar sehr lange dauern, ja. Wahrscheinlich dann halt so 4 Stunden. Aber warum nicht? Ich meine, ich hab Bock, ich weiß auch nicht warum. Ich habe so viel Bock, dass ich das Game einfach, nachdem ich es jetzt durchgespielt habe, nochmal durchspiele. Weil, ja, es ist nicht schwer, es dauert eigentlich auch nicht lange. Und, ja, wie gesagt, es bringt Spaß, ne? Das ist ja die Hauptsache, bei so einem Spiel soll ja Spaß bringen. Soll ja Spaß bringen, ne? Ja. So, aber das hier ist nicht spaßig. Nein, komm schon. Oh Gott, ich hasse diese Energiezelle. Die ist ätzend. Was, das kommt doch schon... Oh nein. Oh, ich glaube, ich muss mir nochmal holen. Ja, sieht so aus. Schnell nochmal holen. Wir hoffen, dass sie sich jetzt nicht... Ah, sieht gut aus. Ja, klar. Komm, nerv doch nicht. Bitte, waren es... Ja. Danke. So, dann holen wir jetzt die schnell. Und es ist tatsächlich noch mehr Zeit. Ja, logisch. Ihr beeindruckt
an meinen niedrigen Erwartungen. Okay, genug der Schmeichelei. Weitermachen. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir könnten... Ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal nach hier. Und machen... Ja komm, wir machen die Ringe. Wie kommt man da hoch? Ich hab's vergessen. Aber die einfangen habe ich jetzt keine Lust drauf, weil das auch ätzend ist. Ein Ring geschafft, aber es warten noch jede Menge auf uns. Ja, jede Menge. Das erste geht tatsächlich noch. Ist ja auch das erste, ne? Logisch. Oh Gott. Das zweite ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber ist natürlich auch auf jeden Fall möglich. Oh. Nein. Okay. Oh Gott, kritische Situation hier. Echt? Nein, come on. Ja, ich habe ihn noch. Das müsste der letzte sein. Nice. War nicht der letzte. Echt cool. Ach so, ja, ja. Ich erinnere mich. Einer gibt's noch. Denn der ist der letzte hier. Stimmt. Oh ja, logisch. Da konnte ich jetzt auch irgendwas machen. Da ich auch wusste, dass ich darauf lande. Ja, genau. Kriege ich den? Ich krieg den noch nicht. So schnell zumindest. So, komm. Das wäre so cool. Nein. Ah, das ist so ätzend. Ich hasse dich. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn berührt. Och komm, was soll denn das? Das ist doch so kacke, Mann. Ja, komm! Ey, ganz ehrlich, ich bin so dicht hinter ihm. Könnte er bitte treffen? Ach komm, leck mich. Leck mich, Alter. Es ist einfach nicht spaßig, diese Scheißteile zu fangen. Voll Zeit verschwendet, Mann. Ja, komm, ich will dich gar nicht fangen. Was willst du? Da mache ich lieber was Sinnvolleres. Ja, komm, springen wir hier runter. Ja, und verpassen noch schön ein. Ey, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich dann nochmal runterspringen, den kann ich wieder auf. Mann, sammel die doch ein, was soll denn das? Irgendwie ist das ätzend, Mann. Was? Ich sag's dir nochmal. Halt dich von den dunklen Echo-Kisten fern. Weißt du was, Dexter, das interessiert mich nicht irgendwas. Alter. Zwei fehlen noch. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. So aus dem Kopf nicht mehr. Machen wir noch die schwierige. Oh Gott. Machen wir noch die schwierige Challenge. Mit den Ringen. Wenn ja, sollte ich anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das First Try schaffe. Ich habe das zwar jetzt schon so oft gemacht, aber heißt ja nicht nur, dass ich es jetzt First Try mache. Wäre aber krass. Ja, richtig krass. Also es ist unmöglich ist natürlich nicht. Logisch. So, da unten ist es, glaube ich. Nur kurz ein paar einsammeln noch. Noch eine Spähfliege. Beeil dich, da ist der nächste Ring.
Nein. Oh Gott. Ich kenne leider den Weg nicht mehr so genau. Manches werde ich mich wohl noch daran erinnern können. Vielleicht müssten wir auf jeden Fall nochmal übers Wasser fahren. Ich glaube, jetzt kommt das schon, ne? Ja, oder so komisch her springen. Ach ja, und jetzt da runter. Gut. Und wieder hoch. So, mal schauen. Mal schauen. Ah, riskant. Aber ich muss das wagen. Oh Gott. Wie war das? Wie war denn das? Wie war denn das? Oh Gott. Alter. Ich glaube, das war schon sehr knapp. Und jetzt wo? Nein. Nein, 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 nein. So, es kommt mit die schwierigste Stelle. Denn wir müssen den Weg nur in schnell machen. Und ich wäre fast runtergefallen. Ja, vorletzter. Und... Yes! Nice. Richtig gut. So, entweder wir gehen jetzt einmal hier weg. Oder wir holen noch die andere Energiezelle. Oder wir machen beides. Kommt drauf an, wie schnell ich die Energiezelle hole. Ne, da müssten beide sein, ne? Das, ah ja, da ist ja noch die Spähfliege. Ups. Das war knapp. Ah ja, auf den Boss folgen die auch schon. Nichts. Oh nein. Das ist nicht mein Ernst. Auf den Boss freue ich mich tatsächlich nicht. Also er ist nicht so schwer, aber ich habe gefailt und ich glaube, das passiert mir wieder. Obwohl er eigentlich gar nicht so schwer ist. Wie viel Precursor Orbs sind wir eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, hier gibt es 200, ne? Wie war das? War da nicht was mit 200 schon? Ich glaube ja. So, hoffentlich kriege ich die jetzt. Nice. Richtig nice. So, uns fehlen 3. Das heißt, die Lurker, das Rennen und das andere. Die diese Maulwürfe fangen, obwohl es irgendwie... Ja, Maulwürfe, ne? Diese orangen Teile, die in dem Loch waren da. Heißt, wir müssen mit 2 Leuten kurz reden. Ach komm, das mache ich noch. Oder ich beende jetzt hier vor, dann reden wir im nächsten Part. Ach komm. Ihr zwei seht wie fähige Leute aus. Ich leite gerade ein Forschungsprojekt und vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Hey, das ist hier unser Abenteuer! Du sollst uns helfen! Naja, vielleicht können wir einander helfen. Seit Jahren erforsche ich das Grabverhalten der Blitzmaulwürfe im Precursor-Becken nahe unseres Dorfes. Aber jetzt haben die bösen Lurker die Maulwürfe an die Oberfläche getrieben. Und blind wie sie sind, finden sie den Weg unter die Erde nicht mehr. Treibt sie doch bitte wieder in ihre Tunnel zurück, damit würdet ihr ihnen das Leben retten. Ich gebe euch auch eine Energiezelle dafür, okay? Klar! Blitzmaulwürfe! Ganz toll! Okay, für 2 Energiezellen! Netter Versuch. Aber wenn ihr 2 mir 90 Precursor Orbs für mein Forschungsprojekt besorgt, bekommt ihr von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Einverstanden? Natürlich. Schnell zu dem anderen Typen hin. Und mit dem rechts reden wir dann irgendwann anders, wenn wir dem das bringen. Oh nein, nicht noch so ein Held. Der Kampf dieses sogenannten Helden gegen das Monster hat mich meine Unterhose gekostet. Vertraut mir, setzt alles auf das Monster. Nach dieser Wette bin ich völlig blank.
Ich schlag euch was vor, hört zu. Besorgt mir 90 Orbs, dann kann ich endlich aus diesem elenden Fass raus. Dafür kriegt ihr eine Energiezelle. Und wenn ihr ein Spielchen wagen wollt, ich habe eine Wette parat. Mein großes Comeback. Schlagt die Rekordzeit beim Rennen in der Totenschlucht, im Precursor-Becken. Ich kassiere ein nettes Sümmchen und ihr bekommt von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt hier. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, dann sehen wir uns beim nächsten Part da vorne bei dem, hinten wieder bei dem A-Grave Zoomer. Deswegen bedanke mich fürs Zuschauen. Wir wollen noch kurz liegen. Das muss sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.